Hallo meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren CSGO Overwatch. Wir haben hier einen ganz besonderen Fall, so wie eigentlich immer. Denn wir wollen ja im besten Fall nur die Fälle eben anschauen, die tatsächlich irgendwas Besonderes haben. Seien es Skins, wie seine M4A1 SDC-Martor und sein Knife, das man noch gar nicht richtig gesehen hat. Oder irgendwelche besonderen Umstände. Und hier haben wir beides. Einen besonderen Umstand und ein Knifflchen. Let's go! Also, es steht bereits 2-8. Man sieht, es sieht nicht gut aus für die Cities. Sie haben noch nicht allzu viel machen können. Das Scoreboard sieht wie folgt aus. Sie sind nur noch zu viert. Haarig. Das heißt, entweder klotzt man jetzt dran oder... Da ist übrigens das Huntsman Knife. Ja, oder man verkackt. Wozu werden sie sich wohl entscheiden? Und vor allem, auf welchem Weg werden sie sich dazu entscheiden? Achtet ihr auf jeden Fall auch schon direkt auf Utility und sowas, die geworfen wird, weil ich denke, hier, diese Flash zum Beispiel, ist, glaube ich, gar nicht so freundlich dem Mate gegenüber gewesen, also unserem Suspect. Ich weiß nicht, ob sein Mate das gesehen hat, dass er da gerade schon kommt oder da steht, aber normalerweise sollte man so aware sein, dass man weiß, wo die eigenen Mates stehen, plus minus. Die Frage, wo bist du gestorben oder wo sind die Gegner, ergibt sich normalerweise nicht. Außer man ist halt, aus Randoms bestehend. Und das wird hier wahrscheinlich dann doch eher der Fall sein. Sie haben gefühlt keine Chance. Es steht schon 2-10. Und eins kann ich euch direkt vorneweg sagen. Es wird niemand anfangen zu cheaten. Und das ist schon mal sehr schön. Wir haben es hier, zumindest bei den CTs, ausschließlich mit Legis zu... Also das ist jetzt einfach eine Prediction, dass seine drei verbliebenen Mates nicht reinhacken. Kann natürlich sein, dass sie cheaten, aber halt einfach schlecht sind und dann nichts gewuppt bekommen. Möglich. Aber er hier auf jeden Fall ist sehr, sehr chillig. Gerade eben war ein kleiner Step vorhanden von dem Gegner. Darum hat er da hingeaimt, aber das ist auch nichts geworden. Und jetzt beginnt der Spaß. Hier wird jetzt begonnen, sich abzubrennen. Emu brennt sich selbst ab. Suspect brennt sich selbst ab. Und einer seiner Mates, boop, brennt ihn auch nochmal hinzu, kommt ab. Also, sie haben aufgegeben, komplett. Sie zünden sich an, er rennt ein bisschen weg. Ich würde fast schon sagen, in weiser Voraussicht, um seine Mates nicht zu verletzen, aber trotzdem, wie man hier sieht, durch den Schuss, ist das nicht appreciated, denn es gibt eben einfach Leute, die wollen nicht aufgeben und eigentlich, beziehungsweise vielleicht in manchen Fällen auch leider, muss man sich nun mal nach denen richten, die nicht aufgeben wollen, weil wenn nicht genug da sind, die aufgeben wollen, dann ist es halt so, dann muss man zu Ende spielen. Klar kann man dann den Scheiß hier machen, aber dann bist du eben einfach ein Griefer. Also Emo und The Suspect haben mit hoher Wahrscheinlichkeit beide eben einen Griefbann erhalten. Also eher zu 100%, da ist ja sonst nichts am Start, gar nichts. Jetzt kommt hier auch nochmal ein Team-Attack von Emo. Die Krönung der Griefigkeit, richtig ekelhaft, einfach nur, weil er in Ruhe aufgeben möchte und ich kann mir genau vorstellen, wie der scheiß Chat klingt. Komm und geh zurinde. So richtig ekelhafte Affen. Naja, letzte Runde. Wir gucken noch kurz, ob hier ein kleiner... Oh, er wollte den Mate gerade... Also, Grief ist ihm sowieso hold, ganz klar. Er zündet sich jetzt noch an und somit war es das auch mit diesem Fall. Die Drückung ist klar. Aim Assist nicht, Vision Assist nein, aber nein, aber Griefing Hardcore 100 Millionen %. Und leider. Mir kommt da folgende Frage auf. Ist es wirklich notwendig, so eine Kacke zu machen? Und vor allem, setzt man da nicht auch irgendwie die Skins aufs Spiel? Ich weiß es nicht, weil früher zumindest hat man gesagt, wenn man irgendwann zu oft gegrieft reported wurde, wenn man zu viele Griefbuns bekommen hat oder Timeouts vielmehr, dann hat man irgendwann einen permanenten Timeout, beziehungsweise einen permanenten Bann. Ich habe zwar noch nie jemanden kennengelernt, bei dem das so war. Aber, wir können ja mal ganz kurz reingögeln. Griefbann turns into a Wackbann. Aha. Das ist von 2016, also schon sehr lange her. I was griefing in CSGO because this is my Smurf account and I wanted to D-rank. Then mid-game I got griefbanned and in my CSGO it says global cooldown. 4 Wochen! Das ist ja alleine für ein Timeout schon ewig. Ein Monat lang und 6 Tage nochmal obendrauf. Dann muss der aber auch so unglaublich oft schon gebannt worden sein, Griefbann-mäßig, dass der, das ist nicht nur minorly, das ist dann irgendwann massive. Naja, in seinem Profil steht bereits ein Gamebann on record und das ist ja schon schlecht. Ich meine, dann hast du ja eigentlich schon ordentlich reingeschissen. Und 3 Tage später steht da ein Wackbann. Wir können noch ganz kurz auf sein Profil klicken, um zu, Ja, da ist eine Wackbahn. Nur dieser eine Fall jetzt ist ja kein Beweis dafür, dass man wegen Grief komplett gebannt werden kann, aber es ist eigentlich die logische Konsequenz. Wenn jemand zu oft reingrieft, dann bringt er irgendwann ein temporärer Bann nichts, dann musst du ihn für immer bannen. In diesem Fall setzt du ja deine Skins aufs Spiel. Wir wissen nicht, wie oft dieser Knilch von gerade eben schon, ja, halt gegriefbannt wurde, aber wer so ein Verhalten an den Tag legt, naja, der macht das mit hoher Wahrscheinlichkeit jetzt nicht gerade heute zum allerersten Mal in seinem Leben, sondern hat da schon so ein bisschen Erfahrung und stinkt nach Scheiße. Zumindest meine Vermutung. Ihr könnt sehr, sehr gerne, wenn euch irgendwas zu dem Thema einfällt, wenn ihr da Infos habt, zwecks Griefbann wird zu einem Wackbann oder zu einem Gamebann, was ja auch schon kackig ist, könnt ihr gerne in die Kommentare reinschisseln. Wir machen jetzt noch das Giveaway, ist ja klar. Und zwar haben wir im letzten Overwatch diesen Blackwolf Sabre als Giveaway eröffnet. Man musste nur unter dem Video schreiben, wie man die Bubble Dollar findet oder die Bubble Dollar Technik, um bei den Giveaways mitzumachen. Und los, wir holen uns die Kommentare 45.
Leute, vielen, vielen Dank dafür. Ich habe gesehen, mit meinen Antworten und euren Antworten, da wir die duplizierten User entfernt haben, zählen die ja nicht dazu, aber mit unseren gemeinsamen Antworten haben wir genau 100 oder 101 Kommentar. Vielen, vielen Dank dafür. Ich glaube, Anfang des Jahres habe ich ja schon gesagt, dass ich daran sehr, sehr, sehr aufgehe. Ich lese eure Kommentare gern, ich kommentiere eure Kommentare gern und es ist für mich einfach eine schöne Sache halt. Und ich habe gesagt, ich möchte dieses Jahr so ein bisschen mehr auf Kommentare gehen und ihr beschenkt mich, ihr verwöhnt mich. So, Mr. O, hä? Okay. Klasse Video. Ich finde es ultra interessant, auch mal die kompletten Inventare zu sehen. Dazu finde ich es einfach nur dumm von den Leuten, erstens überhaupt zu cheaten, zweitens auch noch mit Knives, Gloves und so weiter zu cheaten. Allerdings finde ich Classic Knives nicht so schön. Ein Huntsman würde mir gefallen. Ich muss ganz kurz überlegen, ob man über die Bubble Dollar schreiben musste oder über das Knife. Weil wir haben aktuell ein Classic Knife drin. Ich gucke ganz kurz. Das war das, ja, das war das Video hier. So, da ist es. Man schreibt etwas über das neue Giveaway Knife, das wir aktuell. Alles klar. Auf Twitch. Am Start. Gut. Somit, Mr. O, hast du gewonnen? Schreib mir bitte hier unter das Video, dass du mitbekommen hast, dass du gewonnen hast. Darauf werde ich reagieren und sagen, hey, yo, nice. Und dann schickst du mir darauf folgend deinen Trade-Link, aber abgekürzt alles ab Partner. Denn YouTube löscht normale Links einfach raus. Somit den Trade-Link einfach kürzen. Das Partner, bla 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 und alles, was danach kommt. Und da euch die Agenten scheinbar so sehr gefallen, hauen wir wieder einen raus, den Dragomir Sabre Food Soldier. Um bei diesem Giveaway mitmachen zu können, schreibt dir einfach etwas über... Wenn wir kurz überlegen, und zwar, ja, über CSGO-Videos an sich, was ihr da eigentlich so an sich am liebsten schaut. Guckt ihr gerne Overwatches, seht ihr gerne Matchmakings, also auch Dinge, die gar nicht bei mir laufen, auch wenn ihr jetzt woanders irgendwas guckt. Seht ihr gerne Sachen über Skins, wenn ja, was speziell, also wollt ihr irgendwelche Loadouts sehen, seht ihr gerne Gamble-Videos und so weiter und so fort. Also einfach, was ist praktisch deine Lieblings-CSGO-Video-Form? Wenn man sowas seinem Kommentar hinzufügt, macht man automatisch mit dem Giveaway mit. Let's go! Dann bedanke ich mich hier wie immer fürs Zusehen, für die Kommentare und für die Likes. Ich hau jetzt gleich ins Stream wieder an. 18 Uhr geht's wieder los. Und da wird ordentlich reingeschleppert. Denkt dran, Giveaway Knife und so weiter, gerade auf Twitch. Und wir hauen generell immer was raus in den Streams. Und ja, heute ist auch direkt der eSportl Super Donnerstag. Also rankommen, meine Damen und Herren. Rankommen. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fette Mutter auf die Instagram-Messe.